Aber es sind ja keine Folgen. Ich will ja, ne, es ist ein Livestream. Du, 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 du. Du, du, du. So, wo ist noch Holz? Da ist noch Holz. Oh, da ist ein Rucksack. Da gucken wir als erstes rein. Oh, nö, ne? Hatte ich gerade ein bisschen Ruhe. 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 Oh, 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 oh. Na komm, Babe. Oh, der hat gelassen. Ah. Na, hast du es hinter dir? Du hast es hinter dir. Oh, was zu essen, was zu essen, was zu essen, was zu essen. Ich muss auch wegschmeißen. Jucca könnten wir auch futtern. Das ist natürlich auch wieder alles so toll. Ein Corn Seed schmeißen wir mal weg. Die finden wir auch so nochmal wieder. Potato Seed. Ja. Komm, wir schmeißen jetzt mal Glas weg. Dafür möchte ich aber dann doch lieber Mais mitnehmen. Moki Board, Bier zweimal. Das kann ich eigentlich nichts wegwerfen. Das ist ja das. Oh, warte mal, wir können den Kram ja einfach futtern. Wie wär's denn damit? Eat. Oh, -7. Das ist ja gar nicht mal so witzig. Einmal Wasser haben wir noch da. Drink. Also müssen wir auf jeden Fall auch Campfire, unbedingt noch ein Campfire basteln. Vielleicht finden wir auch drin noch was. Jo, lalalala. Was wollen wir jetzt? Muss ich reparieren. Oder könnte ich auch neu craften? Craften wir neu. Ja. Craften wir neu. Craft. Naja, alle vier. Construction Tools, Level 11. Ja. Ah, ich hatte noch 5 Punkte, ne? Die muss ich auch gleich nochmal einsetzen. Ich hatte noch vom Aufleveln, hatte ich da auch nochmal schön lecker 5 Punkte. Die muss ich auch nochmal alle loswerden und so. Hier war nichts drin, ne? Oder was essen? Ach ne, hier waren eine Dose drin und ein paar Waffenparts. Duct Tape und Nägel. Und dich brauche ich gar nicht. Dich wollte ich. Hallo? Wollte ich wegschmeißen. Duct Tape. Nägel. Obwohl doch, Nägel können wir mal machen. Für. Ach nee, was? Oh, ernsthaft. Es leckt ein bisschen. Ich muss da ein bisschen noch was einstellen, glaube ich, von der Performance. Nein! Das ist aber alles nicht so erfreulich, muss ich mal so feststellen. Das ist alles nicht erfreulich. Gar nicht. Erfreulich. Kann ich nicht irgendwie. Und mit einem Pfeil werde ich das auch nicht zur Explosion bringen, das Ganze, ne? Vermutlich nicht, nee. Ach komm. Na, jetzt habe ich auch keine Pfeile mehr. Oh, ist das eine Wonne. Na, kommt mal her, ihr Kleinen. Wird, glaube ich, mal eine große Runde gleich gehen. Solange sie mir hinterherlaufen. Dass ich zumindest mal einen Schlafsack setzen kann. Ja, sehe es mich schon kommen. Hallo. Hallo. Kommt hinter mir noch jemand? Nö. Na, komm mal alle hier in diese Richtung. Kommt. Kommt. Dann ist auch noch einer. Oh.
Der war nah dran. Ja, also ich muss sagen, es fängt ganz gut an zu laggen. Es fängt ganz gut an zu laggen, wenn das ein paar mehr Zombies werden. Also ich merke das jetzt gerade. Das hat also mit der Stadt als solches nichts zu tun. Eher mit der Anzahl Zombies. Also da müssen wir so ein bisschen an der Performance noch schrauben. Oder die müssen auch an der Performance schrauben. Warte mal. Mal gucken, ob die... Jetzt würde mich mal interessieren, ob die jetzt hier reinlatschen. Hallo. Hier bin ich. Hier bin ich. Hallo. Ja, doof sind sie nicht. Und die haben sie schon ganz gut hingekriegt, die Zombies. Guck mal, sonst wenn die... Bin reingelaufen und sie läuft da oder er läuft da draußen rum. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Also so leicht kann man die Zombies dann doch nicht mehr verarschen. Eier hatte ich auch noch. Mensch, die können die auch noch mal irgendwo verbacken. 98 Grad Fahrenheit. Soll ich dir mal meinen Knüppel zeigen? Ich ruck. Tja. Was stand da? Decayed Mother? Decayed Mother. Da gehen wir mal später rauf. Wird schon wieder dunkel oder was läuft hier? 17 Uhr. Gibt's doch nicht. Ach, guck mal, hier ist au. Hier ist offen, wollte ich sagen. Hier ist offen. Ah. Working Stiff Tools. Das könnte auch nochmal sehr interessant werden. Wisst ihr was? Wir gucken hier mal kurz rein. Ja, bis das natürlich dann hier. Soll ich jetzt tatsächlich 500 Schaden hier erstmal... Oder warte mal, kann man die nicht looten jetzt so? Muss man tatsächlich so zerkloppen? Oh. Das kann ja nur 4 Jahre dauern. Oh, ich glaube, die Zombies haben mich verloren. Dumpster. Du. Hier mal reinschauen, vielleicht haben wir... Ah, nee, ist empty. Könnte doch... Die Performance ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Oder wir könnten ja nochmal schauen. Options, Video. Field of View, Level of Detail. Könnten wir mal runterdrehen. Vor... Tree Quality High, reicht glaube ich Mittel, müssen wir mal schauen. Medium Tone Mapping Low, Sun Shafts Medium, Background, oh, können wir auch mal ein bisschen runter gucken, wie das aussieht. Water Quality High, gibt es nur Low oder High, auch nicht schlecht. Very high, medium, low. Ja, so viele Möglichkeiten habe ich denn jetzt auch nicht. So. Das ist ein bisschen vernünftiger, läuft das Ganze hier. Papier. Lassen wir auch erstmal drin liegen. Oh, Wasser, das ist gut. Drink. Jars nehmen wir auch nochmal mit. Haben wir Steine? 5 Steine. Wir müssen nämlich noch ein paar Steine haben für ein Campfire. Obwohl mir das ehrlich gesagt auch nicht so viel bringt, weil ich habe keinen Kochtopf und nix. Naja, ist egal. Machen wir es mal. Bin immer so überhaupt 18 Uhr.
Boah. Äußerst spannend. Dann holen wir uns noch mal ein bisschen Holz, würde ich sagen. Wenn wir Brennmaterial haben. Oh. Ich weiß auch nicht, wo diese Steel Pickaxe hin ist, diese ganz billige. Hatte ich vorhin garantiert gefunden. Die war nicht besonders gut. Glaube ich, weiß ich nicht, Level 5 oder so. Also eine graue. Aber das wäre natürlich trotzdem geil gewesen. Obwohl ich jetzt sie nicht reparieren kann. Das ist auch wieder doof. Na, gucken wir. Ja, auf alle Ewigkeit werde ich hier eh nicht in der Wüste bleiben. Das ist allein schon wegen Holz ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Aloe Vera. Muss natürlich mal auch nicht vergessen. Hat alles seine Vor- und Nachteile. So, ist egal. Wir gehen mal langsam. Wir gehen in die Butze. Die Türen sind auch noch in Ordnung. Ups, so. Gut. Dann machen wir mal ein Camp. Ah, ne, Storage Chest. Ich glaube, Storage Chest wäre schlauer. Was brauchen wir für ein Campfire? Machen wir gleich mal 8 Stunden. Ja, das ist egal. Machen wir beides, machen wir alles. Machen wir die erstmal hier oder oben? Machen wir so oben. Sonst können wir uns hier zur Not noch verbarrikadieren. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Campfire. Und jetzt fehlt uns natürlich noch Leder. Das Forge-Buch haben wir ja noch. Doch, da haben wir die Forge. Für ein Bellow. Da brauchten wir, glaube ich, mal Leder oder Hide. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Mal Hide. 12 Mal. Ach du Scheiße. Naja. Gut. Ach, Storage Chest. Yep, genau. Storage Chest. Da werde ich auch mal gleich 2 bauen. Storage Chest. Nur 2 Craft, damit wir uns entmüllen können. Level 4 und das heißt, wir haben 10 Punkte. Die können wir gleich mal investieren. 10 Punkte können wir einkaufen. Construction Tools. Ach, nö. Athletics. Punch harder. Gain skill by punching objects and enemies. Naja, muss ja auch nicht sein. Gunsmithing. Heavy Armor. Medizin, Mining Tools, Miscrafting, Construction Tools. More Damage, Repair and Upgrade faster and receive Harvest Bonuses. With Construction Tools, Wrench Hammer and Nail Gun, if applicable. Gain Skill by using items from this group. Related. Heißt dann related.
Muss wahrscheinlich erstmal erforscht werden, sozusagen. Blade Weapons. Dann können wir eigentlich auch mal. Purchase. 2 Points. Light Armor. Wir können uns überall mal hier so ein bisschen hochwuseln. Leder können wir auch mal bezahlen. Ganz mit den Blunt Weapons wird auch nochmal interessant. Kann ich aber irgendwie nicht freischalten. Das ist merkwürdig. Weiß nicht, ob das ein Bug ist. Man kann hier nicht alles anklicken. Schätze mal eher, dass es noch nicht implementiert ist. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Oder weiß ich nicht. Ich habe eben Blade Weapons, habe ich eben auch abgegradet. Hier kann ich jetzt aber nichts mehr anklicken. Doch jetzt hier. Ah. Also es ist ein bisschen sensibel, muss mal gucken. Clothing Skill. Ah, das scheint nicht wirklich ein Bug zu sein, aber so von den Markierungspunkten ein bisschen schwierig. Purchase. Athletics, so können wir ja auch mal machen. Was haben wir noch? War sowieso vorbei. So. Gut, dann könnten wir uns eigentlich. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Nicht schlecht. Dann können wir erstmal den ganzen Krempel hier erstmal reinschmeißen. Da können wir gleich was essen. Das ist ganz schön viel Platz. Das ist ganz schön viel Platz. Das war noch mal weniger. Wandert nicht mal. Keine Ahnung. Wie viel war noch im Storage Chest drin? Weiß ich nicht. So, das Material können wir mal dahin schmeißen. Das schmeißen wir dahin. Wir können eigentlich fast erstmal alles reinschmeißen. Die werde ich gleich noch irgendwo anbringen. Den anderen Kram brauchen wir zum Reparieren. So viel Platz war da noch nie in das Secure Chest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 9. 90 Plätze? Das war noch nie 90 Plätze drin. 1, 2, 3, 4, 10. War da schon immer so viel drin? Gut, es sind jetzt mehr Plätze, das ist mir klar, aber wie viele Plätze waren das denn bei den alten Storage-Chests? Das ist ja ominös. Das ist ja ominös. Gut, kann ich mit leben. Soll mir egal sein. So, ich guck mal unten noch in die Küche. In der Hoffnung, dass wir vielleicht da auch einen Kochtopf oder sowas finden. Oder zumindest was zu essen. Wasser, sehr gut. Wasser können wir brauchen. Laser können wir auch brauchen. Habe ich doch gesagt. So geil ist das hier nicht, muss ich sagen. Das war nicht doll. Door locked. Da könnten wir auch noch mal reinschauen. Das ist nur Holz. Oh, das ist nur Holz. Sieht so aus. Oh, gehen wir hier mal rein. Ich glaube, das war auch noch mal ein separater, recht guter Raum, sonst können wir den als Crafting-Raum nutzen.
spät haben wir das eigentlich? Mal auf die Uhr gucken. 18 Uhr. So. Frrr, sagt er. Gut, den können wir eigentlich auch rausnehmen hier, weil wir hier eh unser Bett haben. Das klingt gerade nach einer Horde oder zumindest nach mehreren Zombies. Na. Mal schauen, was sich hier noch versteckt. Ich sehe nämlich momentan nicht wirklich viel. Ich hätte, glaube ich, noch die Fackel dabei. Dann können wir gleich hier mal schauen. Na, da haben wir doch mal. Was? Achso. Ja, du kriegst ja gleich. Kein Problem. Du kriegst ja gleich. Scavenging Level 8. Ja, nicht so wirklich geil. Aber was trinken sollen wir, ne? Ich bin immer noch so auf diesem Rechtsklick-Menü. Da muss ich erstmal wieder von runterkommen. So. 53, 81. 100. Sehr gut. Wie schaut's mit Essen aus? 26. Jo. Jo, 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 jo. Da müssen wir auch noch was essen. 46 in Ordnung. Reicht erstmal. Wir haben ja noch ein bisschen was da. Licht. Aber wie gesagt, das ist schon echt massig Platz. Das ist echt massig Platz. Es sei denn, die haben noch irgendwas anderes geändert, was ich jetzt vielleicht noch nicht auf dem Schirm habe. Aber 90 Plätze? Ich meine, wie viele Plätze haben wir denn bei den großen Kisten? So, Waffenparts wollte ich da reinschmeißen. Das können wir auch mal vernichten. Und das schmeißen wir damit rein. Das ist so ein bisschen unübersichtlich, finde ich so. Ein klein wenig unübersichtlich. Scrap, Wood, Leather, Paper können wir noch mit reinschmeißen. Waffenparts wollte ich da ja mit reinschmeißen, sagte ich ja. Was haben wir überhaupt noch zu essen? Wir haben nur noch Chili, ne? Ein bisschen Bier haben wir noch. Yucca. Yucca können wir höchstens noch. Yucca können wir uns noch reinziehen. Oder auch nicht. Ist das dieses neue Plant-System? Oder was heißt Plant-System? Weil man konnte ja auch irgendwie sich entscheiden, ob man irgendeine Pflanze zerstört oder ob man sie nachwachsen lässt. Mein Gott. Weil, pff,
Die konnte man auch noch nie setzen. Mysteriös. Mysteriös. Das muss ich ja nochmal austesten. So, Bone Chef. Warum habe ich das da drin? So, 12 mal Stein. Dann könnte ich ja gleich mal, was haben wir auch da? Ein paar Arrows basteln. 12 Stück. Ah, toll. Ich brauche auf jeden Fall eine Forge. Dafür brauche ich Leder. Also Animal Hide. Okay. Also, ein bisschen was zu trinken haben wir noch da. Da haben wir noch die Gläser da. Die könnten wir füllen. Dafür brauchen wir ein Wasservorkommen. Welchen Tag haben wir, sagen wir überhaupt? Tag 4. Ach du Scheiße. Das müssen wir ja auch mal so langsam mal gucken. Ah. Auch so langsam mal gucken, was wir gegen die erste Nacht heute mal so tun können. Sollten wir da auch schon mal so ein bisschen tätig werden. Ich brauche jetzt auf alle Fälle erstmal irgendwie noch ein paar Tiere. Ein paar Tiere für die... fürs Leder. Also würde ich sagen, gehen wir mal ein klein wenig jagen. Oder wir gehen erstmal noch zu Shinewave Foods. Da können wir auch nochmal reinschauen. Weil da ist nämlich was zu essen drin, hoffe ich. Und günstigerweise müssen wir uns nicht reinkloppen, weil nämlich die beiden Prefabs irgendwie hier zusammen gespawnt sind. Und wieder Gläser. Ja, lecker. Wasser haben wir zu essen. So hört sich das. Was wir nochmal machen können bei den Videoeinstellungen. Level of Detail. Achso, habe ich ja schon runtergedreht. Full Size. Naja, wenn ich das runterdrehe, sieht das auch scheiße aus. Ne, ne, das lassen wir mal so. Weg. So, hier kriegen wir doch schon mal ordentlich was zu trinken. Aber wir sind natürlich auch schon wieder irgendwo am Schwitzen wie die Seuche hier. Huch. Sind wir jetzt hier schon wieder im Working Stiff Tools oder was? Was ist denn das? Was ist denn hier jetzt nur was? Das blaue Shamway Foods, okay. Also hier müssen wir was zu essen finden. Das kotzt mich ein klein wenig an. Schau das. Ich muss hier wirklich für eine so eine Kiste, muss ich erstmal eine halbe Stunde darauf rumprügeln. Kann auch nicht sein. Da will ich aber auch hoffen, dass da ordentlich was drin ist in der Butze hier. Construction Tools is now level 12. Ja, ist ja klar. Wir prügeln ja die ganze Zeit hier auf diese Kiste ein. Aber das finde ich schon ein bisschen heavy. Weil sonst, ich weiß nicht, wie viele Schläge hat man gebraucht. Vielleicht 5 oder 6 mit einer Steinaxt oder vielleicht auch 7 oder 8. So, bevor wir jetzt wieder irgendwas kaputt machen. Die können wir mal reparieren, können wir nicht. Schade, weil wir keine Steine haben.
Stones. Wir brauchen Stones. Stones. Ne, oder? Holz. Was ein Stein. So, hoffentlich reicht das auch. Repair. Jupp, das sieht gut aus. Hallo. Oder wir gehen noch mal in den Stiff-Tools-Laden. Das können wir natürlich auch machen. Wenn wir vielleicht das ein oder andere nette Werkzeug dort finden, dann könnten wir uns vielleicht auch noch eher... Ja, können wir machen.